das vielleicht mal so als Vorwegwarnung, so eine Art Triggerwarnung. Ich habe ja extra gefragt, Daniel, der mich ja eingeladen hat zu dieser Keynote, willst du das wirklich machen, dass ich darüber spreche? Bist du dir sicher, dass ich das machen soll? Weil es gibt zwei Punkte zu beachten. Der erste Punkt ist, ich werde das Thema aus einer sehr großen Flughöhe betrachten, aus einer Makroebene. Ich werde also nicht in die Details sozusagen gehen über CO2-Messungen etc. sprechen, sondern wirklich aus einer gesellschaftlichen Makroebene. Und das Zweite ist, das, was ich zu erzählen habe, ist nicht wirklich erbaulich. Ja, also das wird für die oder denjenigen vielleicht tatsächlich so ein kleiner Downer werden an manchen Stellen. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, wir müssen einmal ganz tief in den Schmerz hinein und wirklich nochmal die Gemengelage an Problemen, das ist ja ein komplexes, großes Thema, da reingehen und dann vielleicht auch tatsächlich aber wirklich nochmal den Ausblick zu wagen, was ist es denn letztendlich? Weil so viel kann ich jetzt schon spoilern, es wird eine Lösung geben, ob die allen gefallen wird, sei aber mal dahingestellt. Die Basis von diesem gesamten Vortrag und alles, was ich sozusagen zu diesem Thema zu sagen habe, hat sich tatsächlich erst so wirklich im letzten Jahr verdichtet. Und zwar habe ich da gemeinsam mit dem Kollegen Jens Brodersen, der ist Nachhaltigkeitsexperte, der ist auch in dem ganzen Bereich Finance tätig, der auch große Wasserstoffanlagen refinanziert und solche Geschichten mittlerweile. Früher war mal in der Solarindustrie, davor war auch selber mal Umweltaktivist und so weiter und so fort. Und bis dahin war ich sozusagen noch sehr unschuldig, was das Thema angeht. Also klar, ich habe das mitbekommen, Klimawandel und so weiter ist ein Riesenproblem, kann in eine Katastrophe münden. Aber als wir uns dann zusammengesetzt haben und tatsächlich, und das ist in Summe jetzt zusammengekommen nach einer Staffel dieses Podcasts, wenn man das zusammenrechnet, 2,5 Tage Deep Dive in die Klimakrise hinein und auch noch in Ergänzung mit sehr vielen Gästen, die wir da hatten, auch renommierten Gästen aus der Wissenschaft, wir hatten Permafrostforscher, wir hatten eine Expertin für Lieferketten und so weiter und so fort. Nach diesen 2,5 Tagen Content war ich so an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt brauchen wir eine Pause, weil das Ding hat mich so überwältigt und so überfordert und so in eine gewisse Düsternis reingebracht, wobei ich mittlerweile sagen muss, das ist so ähnlich, es gibt ja so diese komischen Kübler-Ross, diese Kübler-Ross-Kurve der Phase, wenn jemand stirbt, ja, da sagt man so, am Anfang ist man wütend, dann ignoriert man das Ganze und irgendwann kommt man so in die Richtung der Akzeptanz. Und ich glaube, ich bin da fast schon da, aber ohne natürlich meine Wut und so weiter, meinen Frust da komplett aufzugeben, weil das heißt in letzter Konsequenz nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, aufgeben ist für mich jetzt hier keine Option. Also zu sagen, ich kann auch gar nicht mehr zurück. Also ich kann dieses Thema auch gar nicht mehr ignorieren, selbst wenn ich mich anstrengen würde. Ich kann so viel versuchen zu eskapieren, es wird mir nicht gelingen. Und mein Punkt, an dem ich gerade bin, sozusagen die Essenz aus dem, was ich erfahren habe, aus diesen Podcast-Gesprächen und auch untereinander diese Gespräche und wie wir das alles mal aufgedröselt haben, ist tatsächlich, wir sind eigentlich schon drüber hinaus. Also ich würde fest behaupten, und ganz rechts sieht man ja hier den UN-Generalsekretär, das ist also ganz frisch eingebaut, das war gestern, der nochmal ganz klar gesagt hat, Climate Breakdown has begun. Also wir sind sozusagen im Kollaps drin. Und der Kollaps ist, finde ich, da ein weitaus besserer Begriff aus meiner Sicht als eine Krise, als eine Katastrophe. Weil die Krise suggeriert ja einem, man hat noch irgendwie die Wahl, irgendwas abzuwandeln, abzuverändern. Und die Katastrophe ist so völlig überbordend so. Aber Kollaps ist so ein Ding, das ist so zwischen ja, Katastrophe, aber auch ein Stück weit Normalität, weil ein Kollaps und auch nochmal ein Unterschied zu dem Begriff vielleicht eines Weltuntergangs oder sowas. Ein Kollaps ist zum einen etwas, und das ist auch nochmal ganz wichtig, eigentlich relativ normal in der Geschichte der Erde und in der Geschichte von komplexen Systemen. Also dazu kann ich auch ganz viel Literatur sozusagen empfehlen zu diesem Thema.
insbesondere hier nochmal rausgestellt, der Seneca-Effekt, weil das ist von einem Chemiker geschrieben worden, der sich nicht nur damit befasst hat, wie es jetzt das alte Rom kollabiert als Zivilisation. Und wir haben im Laufe der Menschheitsgeschichte circa so 50 Hochkulturen, die komplett verschwunden sind, den Bach runtergegangen sind, also quasi kollabiert sind. Er befasst sich auch sowas, warum kollabiert ein Luftballon oder warum kollabiert eine Flugzeugaußenwand. Und das ist also ganz spannend und bringt eben nahe, dass diese Effekte sozusagen relativ normal sind und stattfinden, ab einem gewissen Punkt. Und dazu gibt es eben auch gewisse Faktoren und der Unterschied, sage ich mal, zu diesem Bild der Apokalypse oder dieses Weltuntergangs ist, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer, schleichender Prozess des Verfalls und klar, wir wissen heute noch nicht, wie sozusagen das konkret abläuft, aber wir sehen ja, wenn wir tagtäglich die Nachrichten gucken, was so Indikatoren sein können. Daraus mal abgeleitet aus dieser Kollapsforschung heraus, was sind da eigentlich Faktoren, die da eine Rolle spielen, wann ein komplexes System wie eine Gesellschaft und so weiter kollabiert? Gibt es eben zahlreiche Faktoren. Das, was gerade ja ganz aktuell der Fall ist, worüber wir heute sprechen, ist nicht nur der Klimawandel, das ist ja nur ein Teil des großen Problems, was wir haben, sondern das etwas größere Problem ist ja eigentlich die ökologische Überbelastung, also Stichwort Überschreitung der planetaren Grenzen, also auch, dass unsere Ressourcen endlich sind und so weiter und so fort. Und gibt aber auch ganz viele andere Faktoren, wirtschaftlicher Niedergang, Kriege, Pandemien, das hatten wir vor 2 Jahren, zum Glück hat es so ein bisschen gewackelt, aber so wirklich kollabiert ist zum Teil an manchen Stellen vielleicht das Gesundheitssystem und so weiter. Und es gibt soziokulturelle Faktoren, also beispielsweise eine starke Ungleichheit, Armut und so weiter, die oftmals dazu führen, dass komplexe Systeme kollabieren. Das Problem daran ist, man kann nicht einfach sagen, das eine, wenn das der Fall ist, dann kollabiert es und auch nicht sagen, ja, wenn das und das zusammenkommt, kollabiert es, sondern, und das macht ja Komplexität aus und vernetztes Denken, das eine hat Einfluss auf das andere und auf das andere wieder auf dasjenige und so haben wir ein, ja, fast schon eine exponentielle oder sagen wir eine nicht lineare Entwicklung. Eben nicht, wenn A der Fall ist, dann passiert B, sondern diese Dinge bedingen sich gegenseitig. Also eine Pandemie kann gleichzeitig einen wirtschaftlichen Niedergang bedeuten, kann gleichzeitig zu Kriegen führen. Wir wissen, dass sozusagen die ökologische Überbelastung, Klimawandel Einfluss hat auf Pandemien und Zoonosen und so weiter. Und das heißt, diese Dinge passieren ja alle gleichzeitig und bedingen sich und beschleunigen sich gegenseitig. Und ich habe ja schon angedeutet, diese Symptome sind ja mittlerweile tatsächlich tagtäglich erfahrbar, zum Glück hier jetzt nicht unmittelbar, aber das sind Bilder aus Griechenland, wir haben jetzt ganz aktuell in der Türkei ähnliche Bilder, also diese unfassbaren Niederschlagsmengen, die runtergekommen ist nach einer sehr langen Trockenperiode, wo der Boden halt so verdichtet ist, dass er auch, ich sag mal, die Hälfte des Wassers, das jetzt runtergekommen ist, auch gar nicht hätte aufnehmen können. Und deswegen bricht sich das Wasser natürlich entsprechende Bahn. Das Interessante, wenn ich dann aber gucke, wie reagiert Gesellschaft auf diese Bilder, entsteht sowas wie eine kognitive Dissonanz. Weil wir haben ja so das Gefühl, wir leben in der besten aller Welten so ungefähr oder zumindest eigentlich ganz cool. Und das hier irritiert uns eigentlich und es entsteht so eine Dissonanz, die wir irgendwie füllen wollen. Und ich habe mal ein Beispiel rausgeholt, wo ich sage, das ist so der Endboss der kognitiven Dissonanz. Nämlich, wenn man diese beiden Bilder so nebeneinander stellt. Also es gibt sozusagen so Anti-Klimaschutz-Protestler, die noch nicht mal mehr sagen, das gibt's alles nicht, das ist alles Quatsch, sondern die sagen, das ist uns einfach scheißegal. Und das Irrsinnige ist, dass sie gleichzeitig sagen, wir wollen unseren Wohlstand und wir wollen unseren Wohlstand behalten, während eben rechts, wie man gut sehen kann, der Wohlstand gerade den Bach runtergeht. Weil das ist der Wohlstand. Also da gehen nicht nur Autos den Bach runter, sondern da werden Infrastrukturen zerstört, Lebensumgebungen zerstört und das Ganze eben nicht, das ist einmal der Fall und morgen ist vorbei. Kann sich ja nochmal informieren, man hört nicht mehr so viel vom Ahrtal, aber die sind heute ja immer noch dabei.
die Schäden sozusagen zu beseitigen, die entstanden sind. Jetzt kommt ja oft in der Politik, weil die Politik sagt sich, ja, nee, wir müssen sozusagen nicht grundsätzlich irgendwie was verändern, so an den Rahmenbedingungen. Wir hoffen mal, dass Innovation das Thema letztlich löst. Also wir brauchen Innovationen und dann kriegen wir das in den Griff. Und da würde ich jetzt folgende Argumente eben anbringen. Zum einen würde ich sagen, Innovationen werden nicht, also zumindest die, die man sich so irgendwie erhofft, dass man irgendwie irgendwas aus der Luft raussaugt oder irgendwelche E-Fuels entwickelt, mit der wir dann weiter in unsere Verbrennerautos fahren können und so weiter. Sondern, ich würde sagen, diese Art von Innovation verändern nicht den Rahmen, der erst dazu geführt hat, dass wir heute an dieser Stelle sind. Das wird nicht passieren. Also selbst wenn es sozusagen eine Innovation gibt oder das Bestreben danach, wird es nichts am grundlegenden Rahmen und der grundlegenden Funktionalität verändern. Das Zweite ist, im Moment sehe ich keine dezidierte Innovationsförderung, die sozusagen mal richtig Geld in die Hand nimmt und auch auf internationaler Ebene und gemeinsam vernetzt, wo das Ganze geplant und gefördert wird, wo es eine große Roadmap gibt, die dieses Thema wirklich angeht und wo man wirklich einige Prozente, und deswegen habe ich ja Moonshot dahin geschrieben, also die Mission zum Mond, die wurden von ganzen Volkswirtschaften sozusagen refinanziert, weil man das unbedingt wollte, als Erster auf den Mond zu fliegen. Und das hat einen Haufen Ressourcen gekostet, hat einen Haufen WissenschaftlerInnen gekostet, um das überhaupt hinzubekommen. Und das sehe ich im Moment 0,0. Ich sehe eher Austeritätspolitik und mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, ein bisschen hier, Kernfusion, mal ein bisschen da, E-Fuel. Aber dieses Big Picture sehe ich in dem Zusammenhang leider nicht. Innovationen werden auch aus meiner Sicht wenig in diesen systemischen Kontext gesetzt. Also wo findet Innovation statt? Neben sozusagen den staatlich finanzierten Institutionen, also Universitäten und so weiter. Wenn Innovationen in Unternehmen stattfinden, geht es ja meistens darum, und das ist ja auch völlig gerechtfertigt und in Ordnung, weil es der Systemlogik entspricht, es geht ja darum, das eigene Unternehmen nach vorne zu bringen. Also den Profit des eigenen Unternehmens nach vorne zu bringen. Und deswegen werden innovative Lösungen in erster Linie dafür entwickelt und nicht um irgendwie systemisch irgendwas zu verändern im Zweifel. Vielleicht ist das ein Folgeeffekt, wenn man ein iPhone erfindet, dass es systemische Auswirkungen hat, aber das iPhone wurde ja nicht sozusagen entwickelt, um eine systemische Veränderung herzustellen, sondern um möglichst viele iPhones zu verkaufen. Innovationen, und das ist eigentlich das Traurigste daran, oder der Glauben an Innovationen oder dieses in die Zukunft hineinraten, das Traurige ist, sie nehmen sozusagen bestehenden Lösungen, die wir schon haben. Also man denke an die Energiewende. Es ist technisch alles theoretisch möglich. Aber wenn ich jetzt irgendwie in die Luft hinein was Neues erfinden möchte, dann sind Ressourcen gebunden. Sowohl Geld wie Man- und Women-Power und so weiter. Aber eigentlich stehen die Dinge bereit, dass sie sozusagen ins Rollout kommen, dass sie umgesetzt werden. Und von daher lenkt dann aus meiner Sicht dieses Innovationsthema auch oft davon ein Stück weit ab. Und das ist wirklich das krasse Problem, wir haben es ja gerade gesehen mit diesen Bildern aus Griechenland, uns rennt einfach die Zeit davon. Uns rennt die Zeit davon und diese zunehmenden Inzidenzen, so will ich sie mal nennen, werden uns ja auch wieder Energie, Zeit, Leute, Menschen, Ressourcen und so weiter wegnehmen. Und zwar mit einem Fingerschnipp. Und aus meiner Sicht, man möge mich korrigieren, ich sehe da noch nicht die eine Innovation, die irgendwie alle dieser Probleme, die es gibt, auf einen Schlag lösen wird. Und das ist so immer das Gefühl, was man hat, ja, Innovation wird es schon richten. Deswegen auf die Frage wäre meine Antwort tatsächlich leider nein. Also so sehr ich Innovation liebe und an Innovationen gerne arbeite, aber ich sehe es nicht in diesem Kontext. Was ist also grundlegend ein Stück weit der Kern des Ganzen? Wenn man mal so schaut, so Stimmen und vor allen Dingen so vor ein paar Jahren war das auch noch ein bisschen anders im Diskurs, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Es gab eine ganze Bandbreite von Stimmen, von sehr konservativ, also CDU-Mitgliedern, Mitglieder, hier die Frau Karliczek, ehemalige Wissenschaftsministerin,
bis sehr progressiv, sage ich mal, Klaus Dörre, Soziologe, Professor und natürlich wissenschaftliche Stimmen, die eigentlich unisono gesagt haben, also die Art und Weise, also unser System, wie wir Wirtschaft begreifen und betreiben, das kann nicht mehr funktionieren, weil das hat uns letztendlich ja erst in diese Misere hinein katapultiert. Und deswegen müssen wir an der Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben, auch wirklich rangehen und was anders machen. Das heißt, ich würde tatsächlich mal so überschreiben, kill your darling, weil wir haben uns ja schon sehr an dieses Wirtschaftssystem gut gewöhnt. Wir haben davon profitiert, vor allen Dingen alle, die wir hier sitzen. In anderen Ländern mag das ganz anders aussehen. Aber deswegen fällt es uns so schwer, da loszulassen, zu sagen, wir haben doch never touch a running system, heißt es doch so schön in der IT. Und solange wir eben glauben, dass dieses System wunderbar läuft, werden wir auch nicht aus dieser Denke hinauskommen. Und wenn man mich jetzt fragt, was ist denn dann die Lösung des Ganzen? Das hört sich ja furchtbar an, also was soll man tun? Und da kann ich eben nur als Antwort geben, es wird eine systemische Disruption sein und es wird sie geben, definitiv geben, weil es wird sie entweder geben, indem wir es selber in die Hand nehmen. Also man sagt ja so schön, das Anthropozän ist das Zeitalter, wo das erste Mal der Mensch sozusagen sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann, selber Dinge gestalten kann. Und unser Wirtschaftssystem ist ja kein Naturgesetz, sondern wir haben es ja gemeinsam sozial konstruiert, wir haben es ja ausgehandelt, wir betreiben es. Und deswegen wird die Antwort sein, es wird eine systemische Disruption geben. Und nochmal ganz kurz, was der Unterschied ist zwischen Innovation und Disruption. Disruption ist die Form der Innovation des Neuen, das etwas Altes komplett sterben lässt, komplett wegfegt. Das ist dann nicht mehr da. Und systemisch bedeutet eben die großen Rahmenbedingungen, die wir sozusagen haben, die Faktoren, die etwas hervorbringen lassen. Und deswegen wäre meine Antwort darauf, die Lösung wird sein, es wird eine systemische Disruption geben. Die Frage ist, per Design oder per Desaster. Und die große Herausforderung ist, je größer das Desaster wird, desto weniger Spielraum werde ich haben für Design. Weil irgendwann kommt es an den Punkt, wo wir nur noch darum kämpfen, die letzten Lebensmittel, die irgendwo wachsen können und so weiter, zu verteilen. Und können uns nicht mehr auf das große Ganze sozusagen fokussieren, auf die Makroebene und gucken, was können wir im Großen tun. Ein System, was natürlich damit explizit gemeint ist, ist natürlich das Wirtschaftssystem. Ich habe es ja gerade gesagt, also Wirtschaft muss man anders denken. Zumindest ist das die Auffassung vieler Menschen in unterschiedlichen Kontexten. Und warum Wirtschaft? Und vor allen Dingen, was ist eigentlich der ursprüngliche Zweck von Wirtschaft gewesen? Also warum hat der Mensch sowas wie ein Wirtschaftssystem überhaupt entwickelt? Was war der Purpose, würde man heute vielleicht so sagen, von Wirtschaft? Und da gibt es eine ganz geläufige, ganz normale Definition, die eben sagt, der Zweck von Wirtschaft ist es, die Ressourcen so effizient zu verteilen, um die Bedürfnisse und Wünsche einer Gesellschaft zu erfüllen, damit die Gesellschaft sozusagen florieren kann, sich reproduzieren kann, brauche ich eine Allokation von Ressourcen, die da sind, die möglichst eben für viele und für alle reichen, sodass das alles sich sozusagen fortreproduzieren kann. Wir können Nachkommen machen, wir können die Zukunft denken und so weiter. Spannend finde ich sozusagen effizient. Und deswegen gucken wir jetzt mal an, was ist heute eigentlich der Fall? Haben wir heute eine effiziente Wirtschaft? Ja, vielleicht dann doch nicht so ganz. Also es gibt da so eine WWF-Studie, die ist schon ein paar Jährchen alt. Die heißt das große Wegschmeißen und das ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, was weltweit sozusagen passiert. Landen 18 Millionen Tonnen der Lebensmittel pro Jahr in Deutschland sozusagen in die Mülltonne. Wir schmeißen sie einfach weg. Also essbare Dinge, zum Teil essbare, vielleicht zum Teil abgelaufene, wie auch immer. Aber offenbar ist es hier nicht so wirklich effizient, was da stattfindet, weil das Ganze würde ein Drittel des aktuellen Nahrungsbedarfs in Deutschland tatsächlich abdecken, wenn wir es tatsächlich effizient machen würden. Und da auch nochmal ein Beispiel, und man sieht dann immer, wenn man so zwei Dinge nebeneinander stellt, also wir haben einmal den Fall, die Welthungerhilfe sagt, Alarm, Alarm, Grundnahrungsmittel für Millionen Menschen unerschwinglich, und das ist ganz aktuell, und sehr oft war ja das Argument für unser derzeitiges Wirtschaftssystem, dass Armut runtergeht, dass Hunger runtergeht, aber wir haben gerade auch hier eine Kehrtwende.
Jetzt können viele argumentieren, ja, wir haben den Krieg in der Ukraine, Kornkammer etc. Nein, das ist natürlich nicht nur alleine, das ist auch ein Faktor, sondern auch die zunehmenden Dürren, die Ernteausfälle durch Unwetter etc. führt dazu, dass unser Überschwang an Nahrung, den wir sonst auch schlecht verteilt haben, insgesamt sozusagen schrumpft. Aber wir machen weiter mit dieser Verteilungslogik, die offenbar nicht so effizient ist. Und auf der anderen Seite schaffen wir Systeme, die belohnen, völlig irrsinniges Verhalten. Also die EU zahlt Frankreich, muss nochmal nachlesen, 200 Millionen Euro Entschädigung, wenn Winzer ihren Weinbestand wegschütten. Weil es geht um Preisbildung sozusagen, weil offenbar sehr viel Wein gewachsen ist und so viel, dass sozusagen die Preise runtergehen und man hat eben Angst als Frankreich, als großes Weinland, dass man so ein bisschen die Schwelle des Preises unterschreitet und deswegen gibt es sozusagen Subventionen oder Belohnung in dieser Größenordnung. Und das ist natürlich völliger Irrsinn, also zumindest für mich. Wenn wir uns jetzt nochmal schauen, was sind die Prämissen unseres Wirtschaftssystems? Einfach nochmal nüchtern betrachtet, also nach welchen Grundfunktionalitäten operiert dieses System und was emergiert daraus, sagt man so schön in der Systemtheorie, also was entsteht aus Zufall daraus, weil es so funktionale Operatoren gibt, die dann was so auswerfen. Und ein Grundprinzip kann man ja sagen, wir machen diese Allokation von Ressourcen über Masse. Also wir haben eine Massenproduktion, weil wir nicht genau wissen, wie viel müssen wir eigentlich produzieren, aber wir haben irgendwie eine Idee und dann denken wir, ja, da müssen wir ganz viel von produzieren und das müssen wir dann eben in den Markt bringen und wir müssen sozusagen Leute dazu anreizen, auch in Masse zu konsumieren. Und was halt dann übrig ist, wird weggeschmissen oder was keine Nachfrage hat, wird vielleicht künstlich über Werbung und so weiter nochmal irgendwie angetriggert. Und daraus resultiert dann eben auch diese Art von Massenverschwendung. Das kann man machen, wenn man sozusagen glaubt und weiß oder denkt, dass wir unendlich Ressourcen einfach zur Verfügung haben. Eine weitere Prämisse dieses Wirtschaftssystems ist sozusagen unendliches Wachstum, was wir in Volkswirtschaften mit dem Bruttoinlandsprodukt bemessen. Da streiten sich auch sehr viele Gelehrte, ob das überhaupt noch eine zeitgemäße Metrik ist, weil tatsächlich fällt auch, ich sag mal, wenn uns jetzt hier die Decke auf den Kopf fallen würde und wir müssten sie aus irgendwelchen Grund und wir müssten sie reparieren, wäre das sozusagen auch Teil des BIPs. Also Destruktion oder wenn ich jetzt absichtlich hier was kaputt mache, dann profitiert das BIP davon, weil so ist die Metrik. Und eben zu sagen, dieser Wachstum muss unendlich weitergehen, weil sonst funktioniert dieses System nicht mehr. Und Wachstum ist im Moment tatsächlich nur dadurch erreichbar, dass der Konsum auch steigt. Also unendliches Wachstum erfordert unendlichen Konsum. Deswegen muss es immer neue Produkte geben, deswegen muss man neue Produktzyklen machen und so weiter und so fort. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, dass sowohl die Produktion, also die Produktion an und für sich dieses Prinzips Energie, Arbeitskraft und Ressourcen benötigt, die aber alle im Moment planetarisch begrenzt sind. Also wir können nicht unendlich viele Menschen auf diesem Planeten behausen. Wir können nicht unendlich viele Ressourcen aus dem Boden holen. Wir können nicht unendlich viel Energie erzeugen, auch wenn erneuerbare Energie schon sehr viel ist, aber unendlich wird es halt nicht sein, weil wir dann wiederum Materialien brauchen, um diese Energie sozusagen umzuwandeln. Und das ist sozusagen der große Trugschluss in diesem System, wirklich zu glauben, man könnte nach dieser Prämisse des unendlichen Wachstums einfach so weitermachen. Es wird nicht funktionieren und wir sehen ja in den Nachrichten, die Katastrophe, dass in Deutschland jetzt mal eine Stagnation des BIP stattfindet, ist ja offenbar eine riesengroße Katastrophe im Vergleich zu dem, was sozusagen in Griechenland, in Frankreich, wo auch immer, von afrikanischen Ländern möchte ich jetzt gar nicht anfangen zu sprechen, dort passiert. Wenn man sich das nochmal so ein bisschen anschaut, was ist sozusagen das Grundprinzip? Wir haben so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal im Moment analoger Markt. Also wenn wir sozusagen bei der Grundprämisse von Wirtschaft bleiben, dass es um die Allokation von Ressourcen geht, Verteilung von Ressourcen, was grundsätzlich jeder unterschreiben würde, schaut man sich an, okay, wie agiert sozusagen der Markt? Und wir haben im Moment diesen analogen Markt, nenne ich es mal, auch wenn viel digitalisiert ist. Aber es geht darum, Massenprodukte in den Massenkonsum zu bringen. Und das führt zu einem destruktiven Wirtschaften.
Also inklusive Verschwendung, davor war es auch schon Ausbeutung, weil wir haben sozusagen durch diesen Konkurrenzdruck, müssen wir mit den Preisen runtergehen und so weiter und so fort. Es entsteht soziale Ungleichheit etc. pp. Und das, muss man einfach sagen, das ist dumm. Ja? Also das ist wirklich dumm, weil man könnte es halt letztlich anders machen, weil so viel Destruktives dabei rauskommt und wir machen trotzdem immer weiter und weiter. Wie sähe jetzt sozusagen ein mögliches Gegenmodell aus? Das könnte jetzt, und jetzt kommen wir so langsam zu dem Thema Digitalisierung und vielleicht auch ein bisschen Fünkchen Hoffnung, könnte tatsächlich eine Art digitaler Markt sein, der eben besteht aus smarter Produktion und smartem Konsum. Was meine ich damit? Also zum einen haben wir etwas, was jeder kennt und was jetzt schon der Fall ist. Also wer im E-Commerce tätig ist, weiß, wir haben ja nicht reale Produkte, die da im Bildschirm drin sind, sondern wir haben Abbilder. Und wir wissen ja eigentlich theoretisch gar nicht, sind die Produkte schon hergestellt worden oder liegen sie irgendwo auf Lager, müssen wir sie um die halbe Welt schiffen oder wie auch immer, sondern wir sehen sozusagen dieses Bild und klicken drauf und dann bekommen wir es irgendwann zugeliefert. Wenn wir das sozusagen geschickt machen wollen in Zukunft, würde das bedeuten, diese Logik zu übertragen in eine Smart Fabrication. Also zu sagen, ich produziere in Zukunft nur noch Sachen auf Bedarf, wenn sie jemand anfordert. Bedeutet in letzter Konsequenz, wir haben einen Verlust an Geschwindigkeit, also diese sogenannte Sofortness, die müssten wir erstmal ein Stück weit überwinden. Wobei selbst, sage ich mal, bei Smart Fabrication, das sind dann eben nicht mehr die riesigen Produktionshallen, die irgendwo am anderen Ende der Welt sind, wo ich Rohstoffe von dem anderen Ende der Welt drüber bringe, sondern wir haben sie vielleicht lokal stationiert, wie auch immer wir das dann organisieren. Das wäre ein Ansatz zu sagen, okay, wir produzieren nur noch nach Bedürfnis, nach Bedarf und nehmen in Kauf, dass wir ein bisschen vielleicht darauf warten, was vielleicht auch okay ist. Weil dann wäre der nächste Punkt zu sagen, wie produziere ich? Und da sind wir beim Thema der Kreislaufwirtschaft, also zu schauen, wie können wir weggeworfene Ressourcen wieder recyceln, upcyceln, wie auch immer. Also diese Verschwendung und Wegschmeißlogik zu überwinden und zu gucken, wie können wir sie wieder zurückführen in meine Produktionsprozesse. Und um das Ganze zu betreiben, weil das muss man ja sagen, die fossile Energie hat ja einen ganz wichtigen Zweck gehabt und sie hatte auch eine ganz wichtige Funktion, warum wir heute Wohlstand haben, weil da so viel komprimierte Energie drin steckt, die ganz viele Arbeitskräfte ersetzt hat. Also weil sie Maschinen angetrieben hat, weil sie Mobilität angetrieben hat. Das ist, man kann sich es wirklich so vorstellen, so ein Fass Öl ersetzt im Zweifel 100 bis 1000 Menschen oder so an Kraft, die ich irgendwie irgendwo investieren kann. Und deswegen war das so erfolgreich. Und deswegen tut man sich auch so schwer, daran loszulassen, abseits von irgendwelchen Interessen. Aber wir müssen da raus. Also wir müssen sozusagen die Energieart disruptieren. Und damit meine ich wirklich disruptieren, also abschaffen. Wir müssen die fossile Energiegewinnung komplett einstellen und sie aber ersetzen durch erneuerbare Technologien und erneuerbare Energie, die zur Verfügung steht und was auch absolut machbar ist, theoretisch, wenn man denn möchte. Auf der anderen Seite, das noch kurz erläutert, sowas wie Sharing Economy. Also diejenigen, die digital länger unterwegs sind, kennen das Prinzip. Muss man denn wirklich immer alles besitzen? Also muss die Schlagbohrmaschine das gesamte Jahr im Keller rumdümpeln oder kann ich sie nicht sozusagen meiner Community im Umkreis zur Verfügung stellen, damit sie das dann nehmen, wenn sie es brauchen? Also es geht ja um Verfügbarkeit und nicht um Besitz und Eigentum in dem Fall. Und was ich glaube, ist, dass es auch so eine Art von Ersatz- und Erlebniskonsum geben muss, so ein Stück weit als Kompensation. Weil viele Dinge kaufen wir, da erfreuen wir uns so eine Sekunde und dann liegt ja, der Klimbim irgendwo wieder in der Ecke und so weiter. Aber eigentlich geht es ums ja um eine Art Erlebnis, um etwas Besonderes, ein Gefühl und so weiter. Da müssen wir, glaube ich, Ersatzdinge einfach finden. Und auch Ersatz beispielsweise in der Nahrungsmittelgeschichte. Also wir haben ja eine sehr stark boomende Fleischersatz. Industrie und so weiter und so fort. Und am Ende auch nochmal klar zu machen, dass dieser Verzicht lohnend sein kann. Lohnend, dass man eben sagen kann,
mir geht es tatsächlich von der Lebensqualität her auch besser im Zweifel. Und das Verzicht, klar, wenn man sagt, Verzicht per se macht einem Angst, dann lässt man los und so weiter. Aber es kann eben auch lohnend sein in gewissen Dingen. Man muss halt schauen, was es ist. Daraus resultiert aus meiner Sicht, wenn man so dieses Grundprinzip hätte, eine Art regeneratives Wirtschaften. Im Idealfall, also regenerativ heißt sogar, wir müssen ja nicht nur aufhören, damit Dinge kaputt zu machen, sondern wir müssen ja anfangen, wieder zu reparieren gleichzeitig, weil der Stand heute führt ja trotzdem zu diesem Problem. Also wir müssen viele Dinge reparieren, wir müssen Moore schaffen, sozusagen wässern, aufforsten etc. All diese Dinge müssen wir ja trotzdem tun. Von daher wäre das aus meiner Sicht zumindest ein smarterer Ansatz als das, was ich eben davor gezeigt habe. Und um das nochmal kurz durchzudeklinieren, welche Rolle da quasi Digitalisierung spielen kann. Ich befasse mich ja schon sehr, sehr lange mit Digitalisierung und Technologie und so weiter. Aus meiner Sicht war das noch nie wirklich die Frage so konkret, was tun wir, sondern immer die Frage, wozu tun wir es? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, also die meisten Innovationen bei Unternehmen oder Digitalisierungsprozesse geht es ja darum, sozusagen das eigene Geschäft abzusichern, wachsen zu lassen und so weiter. Ist ja vollkommen legitim und normal, das ist unser System, so agieren wir, in Ordnung. Aber wenn wir was anderes wollen damit, dann müssen wir eine andere Wozu-Frage stellen. Und deswegen, das ist nochmal ganz wichtig und wir hätten sozusagen die Chance mit digitaler Transformation 2.0, so will ich das mal nennen, folgende Disruption theoretisch zu realisieren. Oder wir sind erst technologisch überhaupt damit in der Lage, das zu tun, weil Digitalisierung ein großes Ding hat, nämlich die Reduktion von Komplexität. Etwas, was wir alleine als Menschen im Zweifel nicht leisten können, kann digitale Technologie leisten. Also wir können damit die fossile Energieerwärmung ersetzen durch erneuerbare Energie. Wie macht man das? Also beispielsweise durch diese ganze Smart Grid Technologie. Ich habe ja mal 2 Jahre bei E.ON beziehungsweise bei einer Gesellschaft von E.ON gearbeitet. Das war quasi der regionale Netzbetreiber. Ich plaudere jetzt besser nicht aus dem Nähkästchen, weil so ein bisschen war ich da schon auch desillusioniert, was da stattfindet. Weil um das zu tun, braucht man ja erstmal einen Überblick über das, was gerade produziert wird, an welchen Orten, wo fließt welcher Strom, in welcher Menge. Und gerade beim Thema erneuerbare Energie ist es ja so, dass wir diese Schwankungen haben. Wir müssen das Netz immer auf einer Frequenz halten. Mal scheint die Sonne, mal nicht, mal Wind, mal nicht. Und das bedeutet, wir brauchen eine intelligente Lösung, um all das zu sehen. Also Stichwort ist hier der digitale Zwilling beispielsweise, um überhaupt sowas aufbauen zu können. Und da ist digitale Technologie sozusagen der Treiber dessen oder überhaupt erst der Ermöglicher, damit wir sowas überhaupt in Angriff nehmen können. Dann das Thema Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, hier wird es auch so einen Slot zum Thema Produktpass und so weiter geben. Die Voraussetzung, damit wir überhaupt eine Kreislaufwirtschaft aufbauen können, ist ja wiederum die Erfassung einer Übersicht der Ressourcen. Wo liegt denn eigentlich was? Was ist denn wo drin? Was können wir wie an welcher Stelle rausholen und wieder zurückbringen in Prozesse der Produktion und so weiter? Aber die digitale Technologie ermöglicht uns, erst das wirklich zu realisieren. Das Gleiche gilt, ich habe es ja vorhin ausführlich vorgestellt, sozusagen diese Angebotsökonomie herzustellen, also zu sagen, ich klicke und dann wird es erst produziert, also dieses Customizing, zu sagen, erst das ist ja mit digitaler Technologie überhaupt möglich, weil ich, wie gesagt, diese Shop-Oberfläche habe, ich habe die logistische Koordinierung und so weiter und so fort. Oder Smart Fabrication ist erst möglich, indem ich eben digitale Technologie ermögliche, also 3D-Druck beispielsweise, was es ja mittlerweile in allen Größenordnungen, in allen Varianten gibt. Ich kann mir mittlerweile tatsächlich ein Haus ausdrucken, das ist gar kein Problem. Ich kann mir aber auch tatsächlich in der Landwirtschaft solche Dinge vorstellen und so weiter und so fort. Aber auch erst möglich durch digitale Technologie, die mir diese Informationen und diese Blaupausen überhaupt für diese Smart Fabricators geben kann. Und wie gesagt, Sharing Economy wäre auch so ein Ding. Wir hatten ja schon die Anfänge im Bereich Carsharing und so weiter. Das müssten wir eigentlich viel mehr
ausrollen, ausweiten und so weiter. Aber der Grund, warum wir das nicht tun, und erinnern Sie sich jetzt sozusagen zurück, wie unser jetziges Wirtschaftssystem funktioniert, in der Logik funktioniert das nicht, weil das würde bedeuten, wir müssten weniger produzieren, weniger konsumieren, also weniger haben in dem Sinne, würden dann mehr sein und so, aber egal, weil das System basiert auf der Logik, dass immer mehr Produkte den Markt sozusagen fluten. Und das würde die Sharing Economy an der Stelle natürlich ein Stück weit aushebeln. Man müsste sich was Neues überlegen, was man sozusagen verkauft. Abschließend, wozu ist digitale Transformation oder digitale Technologie in der Lage? Aus meiner Sicht ermöglicht digitale Technologie erst komplexes systemisches Denken und Handeln zu ermöglichen. Über komplexe Algorithmen, Automatisierung etc. pp. Stichworte habe ich ja auch vorhin schon genannt. Simulationen können wir erstmals in aller Komplexität machen. Wir können Szenarien in hoher Geschwindigkeit auswerfen. Wir können digitale Abbilder erzeugen und so weiter und so fort. All das tatsächlich erst mit Hilfe dieser Technik. Und jetzt nochmal zum Schluss die Frage, was hält uns eigentlich auf, das zu tun? Damit man auch versteht, ja, was erzählt er da, ist doch eigentlich irgendwie ein No-Brainer, aber wieso machen wir es nicht? Zum einen muss man immer verstehen, Systeme, wie sie funktionieren, sie sind ja losgelöst von Individuen und so weiter, ist der Selbsterhaltungstrieb eines Systems. Ein System möchte sich permanent stabilisieren, es tut alles dafür, dass es sich sozusagen am Leben erhält. Und die Symptomatik daraus oder ein Teil davon ist beispielsweise Ideologie, also im Sinne von, wir glauben an, weiß ich nicht, ich hatte vorhin das Thema E-Fuel beispielsweise in Pkw, also nicht falsch verstehen, E-Fuel ist eine gute Sache für Schwertransporte, für Flugzeuge und so weiter, aber ob das jetzt für den Individualverkehr in den Pkw gehört mit so einem geringen Wirkungsgrad, weiß ich nicht und ich brauche ganz viel Wasser, um das zu produzieren. Und Interessen ist natürlich dann sowas, naja, wer ist denn im Moment der wertvollste Konzern der Welt? Das ist Saudi Aramco, Ölindustrie. So, also welches Interesse hätte sie denn jetzt, das genau umzustellen und nicht mit dem weiterzumachen bis zum Schluss, bis nichts mehr geht, was sie eben gerade in der Tasche haben, wo sie sehr viele Profite erwirtschaften. Was hält uns auf? Der Kollaps selbst wird uns ein Stück weit aufhalten. Also je mehr wir diese Einzelkatastrophen haben, je mehr wir zu kämpfen haben mit Unwetter, Extremwetter etc., Hitzewellen, die ja auch Produktivität lahmlegt, Leute können nicht mehr denken bei über 40 Grad und so weiter und so fort. Das wird uns also auch nochmal sehr viel Kraft und Zeit rauben. Der derzeitige Systemrahmen an und für sich, also ich habe schon gesagt, Sharing Economy steht im Widerspruch zu dem jetzigen zum Beispiel. Und natürlich nach wie vor auch Unwissenheit und Ignoranz, weil natürlich dieses, und das ist natürlich die Gefahr jetzt mit diesen überbordenden Informationen, dass man irgendwie versucht zu sagen, ach komm, lass mich in Ruhe, hat ja eh keinen Zweck. Aber um Gottes Willen nein, sondern wir müssen uns viel stärker mit diesen Themen befassen, wenn wir wirklich ernsthaft dort operieren wollen und Alternativen entwickeln wollen. Von daher ganz zum Schluss mein Appell jetzt an Sie und hoffe, dass ich Sie nicht sozusagen zerstört habe am Ende, sondern vielleicht auch ein Stück weit einen Funken Hoffnung Ihnen mitgeben kann, ist tatsächlich der erste Appell, denken und handeln Sie stets systemisch. Also gucken Sie über Ihren Tellerrand hinaus, also zu schauen, welche Dinge hängen mit was zusammen. Wenn ich diese Lösung entwickle, kann ich mir sicher sein, daraus ergeben sich neue Folgeprobleme. Das zumindest immer wieder auf dem Schirm zu haben, zu sagen, dass es sowas wie Komplexität und systemische Zusammenhänge gibt und dass nicht die Welt linear funktioniert. Das nächste ist, werden oder bleiben Sie politisch? Und damit sage ich noch nicht mal, als gehen Sie in die oder jene Partei rein, sondern das Thema ist parteiübergreifend für jeden relevant. Und deswegen sollte jeder in jeder Partei auch sozusagen die Politik dahingehend animieren, Dinge zu verändern, wenn man es wirklich ernst meint und was verändern will. Und werden und bleiben Sie systemkritisch, also zu schauen, nicht nur zu gucken, was sind so Einzelmaßnahmen, die man irgendwie kritisieren kann, sondern eben zu schauen, was sind so grundlegende Funktionen in unserer Gesellschaft, die eigentlich gar keinen Sinn mehr machen an der Stelle. Und das ist etwas, was schwer fallen könnte, aber mir unheimlich geholfen hat, nämlich genau diese Schwelle jetzt zu übertreten und zu sagen,
Ja, also wir können diesen Kollaps letztendlich, egal ob das jetzt stimmt oder nicht, hilft es sozusagen als Coping-Mechanismus, also mir zumindest, zu sagen, wir sind jetzt eigentlich in diesem Kollapsprozess, in diesem Breakdown-Prozess, wie der UN-Generalsekretär es beschrieben hat, also können wir jetzt doch damit arbeiten. Das bedeutet in letzter Endes nicht, dass wir aufhören müssen, irgendwie zu verhindern, dass das weiter eskaliert, sondern ganz im Gegenteil, es sollte uns motivieren, das noch viel stärker zu tun und aber gleichzeitig auf dem Schirm zu haben, dass wir uns vor diesen Auswirkungen des Kollapses nochmal zusätzlich absichern, nochmal in ganz andere Richtungen letztlich denken und vor allen Dingen sich darauf zu fokussieren. Also darauf zu fokussieren, in seinem Tun und wie auch immer zu sagen, okay, das ist mir jetzt wirklich wichtig und dafür lasse ich andere Dinge vielleicht tatsächlich eher weg, weil das ist so mein Gefühl in den Diskursen, dass manche Probleme immer sehr gleichwertig behandelt werden und gar nicht mehr priorisiert wird, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und was sollte man tun und nicht. Und ganz wichtig zum Abschluss, geben Sie niemals auf. Das macht keinen Sinn. Also das haben Menschen noch nie getan. Also selbst nach großen zivilisatorischen Zusammenbrüchen ging es immer wieder weiter. Und das ist sozusagen die Hoffnung und die Aufforderung an Sie am Ende. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.